This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Wenig beschaulichere Plätze wie ein Lavu bei schlechtem Wetter. Man sitzt drin, es ist schön warm hier, der Ofen bollert. Ja, ich wollte euch was vorstellen. Ein paar Tage draußen, im Wald, am Teich, im Lavu und fummel mit ganz vielen Outdoor-Gerätschaften rum, teste, probiere. Ja, geile Sache. Ich stelle euch das hier mal eben vor. Kennt ihr nicht? Doch, bestimmt vielleicht schon gesehen. Aber jetzt fangen wir mal an. Ja, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Vorstellung heute hier aus dem Chumlavu. Ein Becks. Hersier. Kennt ihr den Hersier schon? Von der Firma Begadi Shop gibt es ein sehr, sehr preisgünstiges Messer. Das ist seit einer kurzen Weile auf dem Markt und wird angeboten für 80 Euro. 80 Euro ist wirklich eine Preisansage für Messer heutzutage, weil ja doch die Preise sehr, sehr doll in die Höhe schnellen. Und ich finde, das ist schon recht, recht interessant. Das Hersier ist ein 440C Stahlmesser, also rostfrei, rostträge, mit einem G10 Griff, mit überstehendem Erl für Schlagarbeiten, auch alles Mögliche. Es hat hier hinten, seht ihr das? So ein bisschen scharf, extra scharf reingefräste Kante für den Feuerstahl. Dann könnt ihr hier an der Stelle, ist es sehr gratig, da kann man besser den Feuerstahl mit schnappen. Und es hat ein, ja, was ist das? Es blendet etwas, entschuldigt. Ein Saber Grind, balligen Saber Grind Schliff, der, wie man es gewohnt ist, von balligen Schliffen eher doch recht gut ins Holz beißt. Ballige Schliffe haben im einen aber einen Nachteil, das muss man ganz klar sagen. Er schneidet, in Holzarbeiten sind sie sehr, sehr, sehr gut. Man muss eben nur viel Material abtragen, immer um sie in Form zu halten. Aber ansonsten ist das für ein Bushcraft Knife ist das schon eine sehr praktische Sache, weil es eben bei Holzarbeiten ist, eben wie der Scandi Schliff auch, ein balliger Schliff auf Null sehr, sehr beißend. Ja, es hat hier diese Grooves drin, die Griffschalen sind abschraubbar. Für nur 10 Euro mehr, 9,90 Euro, könnt ihr euch noch orange Griffschalen dazu bestellen, die gibt es auch. Dann kann man das mit orangen Griffschalen versehen und hat dadurch noch die Möglichkeit, das vielleicht leichter im Waldboden oder so wiederzufinden. Die Griffe, der Griff ist ausreichend lang für auch längere, größere Hände. Ich finde selber, der Griff ist nicht sehr voluminös, was ich aber gerade, also wenn man es gedacht ist, es ja so als Outdoor-Messer für auch eben, wie gesagt, Schnitzarbeiten im Wald und so, im Feld, beim Bushcraften, als Bushcraft-Messer,
sollte man, und das sind dünnere Griffe eigentlich, weil man viel umgreift, mal so, mal Ziehschnitte macht, sind dünnere Griffe eigentlich im Vorteil, finde ich. Also ich finde einen dünneren Griff eher angenehmer als ein zu dicker Griff. Also daher finde ich das gut, dass der nicht so super voluminös ist. Ne? Schneidet sehr gut das Messer. Und der Clou an dem Ding ist, was beschlägt hier meine Linse. So, Linse wieder beschlagfrei. Ja, ist sehr viel Feuchtigkeit und der hier jetzt die Wärme vom Ofen hatte eben die Kondensfeuchte da auf der Linse getrieben. So, wollen wir mal eben weitermachen. Ja, was ganz, ganz cool ist an diesem Messer, und das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal schon für sich in Sachen der, durch diesen wirklich geringen Preis von 80 Euro. Da ist nämlich all das ganze Paket so, wie es ist, dabei. Ihr bekommt hier einen abklippbaren Dengler, so könnt ihr euch das ranklippen, abklippen, mit Hakt ein- und ist verliersicher. So kann man das Messer tragen. Ich habe es auf links, weil ich Linkshänder bin. Ihr könnt das aber auch hier einfach diese Klettis aufmachen. Dann könnt ihr das von dem Träger hier komplett runternehmen und auf rechts drehen. Ich habe allerdings gerade jetzt hier den Feuerstahlhalter, der ist aufgeschraubt. Den könnt ihr auch rechts wie links tragen, aber wenn der aufgeschraubt ist, kann man das jetzt nicht ganz so einfach abmachen. Daher kann ich das euch nicht so gut vorführen jetzt. Aber der Feuerstahl allein schon ist echt eine Show. Da habt ihr so schön mit so einem Alu-Drehteil durchbohrt einen schönen Mischmetallstab dabei. Und der natürlich in Verbindung mit dieser extra scharfen Ecke hier, seht ihr das? Und da kann man das dann, und der geht richtig gut. Gummiband rum, dann kann man den hier so rein und dann kann man das mit dem Gummiband hier sichern, dann fällt der nicht weg. Ja, ihr habt hier das Denglersystem, ihr habt auch einen kurzen Dengler, da könnt ihr das dann nur dieses Teil ran machen. Das fand ich auch sehr gut. Also man kann das einmal so machen, dass man das mit diesem Klappdengler, aber den kann man auch herausnehmen und anstelle dessen nur den Wobbeldengler reinmachen. Und dann könnt ihr das so nur an der Schlaufe tragen. Ne? Dann habt ihr das so am Gürtel. Ja, nun geht's zu. So rum. Und dann haben wir das zu. Und dann kann man das ein bisschen kürzer tragen, dann wabbelt das nicht so ganz doll. So muss man eben sehen, wie man seine Sachen trägt, wenn man das so, gerade wenn man wandert und hat das am Rucksack noch dabei, ist so ein Dengler-System eine sehr schöne Sache. Ja, Messer ist leicht und führig, finde ich. Also ich wage mir mal wieder eine Spitze zu erlauben. Also das ist wirklich der Mora Garberg-Feind. Also hier kriegt ihr für 80 Euro wirklich eine wertige Kiste mit einem vernünftigen Stahl. Und das Ganze ist Full Tang und geht absolut in die Richtung als harter Konkurrent fürs Mora Garberg. Also das möchte ich schon mal so in den Raum werfen. Leute, die auf das Mora Garberg schielen, sollen sich dieses hier mal angucken. Da sind sie also doch recht, recht gut aufgehoben mit. Und vor allem, ich würde sagen, gut, das Garberg ist ja auch irgendwie bei 80 Euro. Nein, da kaufe ich mir lieber das da. Das ist viel, viel schöner. Also ihr habt hier echt eine Scheide mit allerlei Goodies dran. Könnt ihr auch viel noch eine Tasche draufsetzen, wenn ihr gerne das noch als Package für euer Survival Pack oder sowas haben wollt, könnt ihr noch eure Tasche draufsetzen. Das finde ich sehr, sehr, sehr ansprechend. Ja, cool. Ist noch was dazu zu sagen? Nö. Aber ich finde, das ist schon ein Preiskracher im Moment. Das ist, haben die was Gutes rausgehauen. Und ja, geht. Echt.
Vielen Dank fürs Schauen. Denn hier, ich bleib noch ein bisschen im Lavu sitzen, trinken Tee, werde noch ein bisschen lesen. Schneegriesel hat jetzt gerade nachgelassen. Will nachher noch abbauen, will nach Hause fahren. War jetzt hier schon 2 Tage, bin ich hier. Und werde dann mal dem normalen Leben wieder mich zuwenden. Weil das ist hier, eher so Auszeit auf Zeit, mal eben kurz ein bisschen wegblenden, hier im Wald sein, Natur genießen. Und Lavu-Leben im Winter ist einfach nur ultra entspannend. Ja, bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.